Kripos Gully, a construction site like 1,200 years ago. Numerous craftsmen, with the support of volunteers, are working on an ambitious project. The construction of a monastery using 9th century tools, materials and techniques. Ohne Strom. Super. Nicht das Sture vorm Schreibtisch sitzen, lesen, sondern ein Ausgleich, was mit den Händen machen, was erschaffen. Uns fehlen die Busgruppen, uns fehlen die Schulklassen. Wir sollten nichts in die Hand geben. Wir dürfen mit den Gästen nicht in die Werkstätten rein, müssen da Abstand halten. Das macht das alles schwieriger. The site has developed, but time and again there are setbacks. The main problem is still the mortar made on site. Das ist eine sehr, sehr geringe Festigkeit. Und wir stellen jetzt fest, dass die Genehmigung dieser einfachen Gebäude schon so viel Zeit in Anspruch nimmt, dass wir Angst haben, dass das dann bei den großen, komplexen Gebäuden gar nichts mehr wird. Das sind die Vorgaben, die man halt heute hat. Das 9. Jahrhundert im 21. Jahrhundert zu bauen, ist eigentlich fast nicht möglich. Da vorne kommt das Pilgerhaus hin, hier kommt das Abnehmhaus hin, der Kreuzgang, das Doppelkloster noch. In der Mitte das Mittelschiff. Die Apsis im Osten, Bierlager und so weiter. An den Seiten dran die zwei Seitenschiffe und das Querschiff mit der Apsis im Westen. Ich dachte, es war umgekehrt. Es ist umgekehrt, ja. Das ist auch wirklich das erste große Gebäude, das sich direkt aus dem Klosterplan ableitet. Einfach diese wissenschaftliche Grundlage, weil das ist einzigartig. Insgesamt finde ich das Projekt sehr wertvoll. Wie viel Überlegung doch dahinter steckt, hier zu rekonstruieren. Und das ist schon eindrucksvoll. Als ich früher gesessen habe, da hatte ich Rückenprobleme. Also jetzt habe ich eigentlich überhaupt keine Rückenprobleme mehr. Ne?